Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe meiner Top 40 Wochencharts hier im Jahr 2024. Ja, zweimal die 24 heute dabei. Mal gucken, wer heute auf Platz 24 hier landet mit dem Countdown. Ja, aber wir gucken jetzt erstmal auf die Top 3 zurück vom vergangenen Mal. Da hatten wir auf der 3 Musik von Robinson, The War on Art. Auf der 2 waren die Seagulls mit den Midnight Butterflies. Und auf Platz 1 werden wir jetzt außerirdisch, starten wir nämlich die Alien Ant Farm mit Wrong Things. Mal gucken, ob der Song immer noch auf Platz 1 ist oder ob es dieses Mal wieder, ja, einen Wechsel an die Spitze gibt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es heute, ja, reingeht zum Start der Fußball-EM. Die war ja am 14. Juni, war ja der Start. Mittlerweile sind schon einige Spiele durch, auf jeden Fall. Deshalb kommt hier auch das Video so ein bisschen verspätet, weil ich ja jeden Tag ein bisschen Fußball schauen möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir beginnen wie immer traditionell auf Platz 40. Und da geht es etwas bergab für Bonnie McKee mit Jenny's Got a Boyfriend von der 33 auf die 40 in der 6. Chartwoche. Wir machen mal damit Platz 39, da kommen wir gleich mal zum ersten Neueinstieg in dieser Woche. Letztes Mal waren die Neueinstiege alle richtig krass, da war der niedrigste auf Platz 19. Dieses Mal ist der niedrigste, ja, 20 Plätze weiter unten platziert. Nämlich Jordan Wakai schafft es hier rein in die Charger hier bei mir mit Trust. Ein etwas ruhigerer Song hier auf Platz 39. Und ja, zum Gegenteil kommen wir jetzt auf Platz 38. Da haben wir nämlich jetzt Musik von Marble dabei, Oblivion. Der Song geht einige Plätze runter, 14 Positionen an der Zahl, von der 24 auf die 38. Das ist schon ein kleiner, größerer Sprung nach unten. Ja, noch weiter bergab geht es für Apollo LTD, A Day in the Life. Das war letztes Mal der Neuanstieg, wo auf Platz 19 dabei war. Dieses Mal fällt der Song 18 Plätze runter auf die 37. Etwas überraschend hier tatsächlich. Aber das kann sich ja jede Woche hier aufs Neue wieder komplett ändern. Ihr kennt ja hier die Chartshow schon und da, ja, ist krass, was da auf jeden Fall jede Woche aufs Neue passiert. Ja, wir machen weiter mit dem zweiten Neuanstieg in dieser Woche und da ist Emiliana Torini auf jeden Fall back im Business sozusagen. Black Lion Lane, der aktuelle Song von ihr, steigt hier als Neuzugang ein auf die 36. Ja, wir machen jetzt weiter mit den Zombies, Zombieland von Jake Buck. Das ist der erste von insgesamt 7 Neuvorstellungen hier in dieser Woche. Ja, wir haben immer 7 Neuvorstellungen hier am Start, sozusagen für jeden Tag einen. Wir machen ja jede Woche eine Chartshow und dann haben wir am Ende 365 Songs, sage ich mal, pro Jahr. Sozusagen ein Song dann pro Tag. Genau, wir machen weiter mit Musik aus Südkorea von 17, Maestro. Der Song geht auch ein bisschen runter von der 26 auf die 35. Ja, wir kommen jetzt zum Absturz der Woche. Hier dieses Mal auf Platz 34 notiert. Ganz anderer Sound jetzt von Wunderhorse. Midas, letztes Mal, wie gesagt, auf Platz 13 neu eingestiegen. Dieses Mal, ja, ging es ordentlich runter, 21 Plätze. Die 33, da kommt jetzt wieder ein ganz anderer Song hier am Start. Nämlich der gute Mark Forster, Neueinstieg Nummer 3 auf der 33 mit Wenn du mich rufst. Alle Mark Forster-Fans hier auf jeden Fall abgestimmt für diesen Song. Die 32, da kann sich Himi Wolf wieder etwas nach vorne kämpfen mit Cinderella. Letztes Mal die 36, dieses Mal die 32, plus 4 Plätze. Ja, ebenfalls ein bisschen bergauf geht es für Porter Robinson mit Cheerleader in dieser Woche. 8. Chartwoche schon für den Song. Gibt es nur einen weiteren Song, der ebenfalls 8 Wochen hier dabei ist. Genau, geht von der 34 auf die 31 hoch. Ja, Forster the People sind auch wieder zurück mit einem neuen Song. Lost in Space, der neue Song von der Band, wo man ja den Song Pumped Up Kids auf jeden Fall kennt. Sehr erfolgreich gewesen damals, ist mittlerweile auch schon über 10 Jahre her. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Wir machen weiter mit Platz 30. Die Autumn Kings haben wir da dieses Mal mit ihrem rockigen Song Sleep When I'm Dead 9 Plätze bergab in dieser Woche. 2 Plätze geht es runter für The Last Dinner Party dieses Mal mit Nothing Matters von der 27 auf die 29 hier in der 6. Chartwoche. Ja, etwas bergauf geht es für Corella weiterhin mit Lady Messiah von der 30 auf die 28. Kleiner Satz nach vorne sozusagen. Ja, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall Juni und da haben wir auch Erdbeerzeit. Nämlich, ja, warum ich darauf anspreche, es geht hier um den nächsten Neueinstieg. Neuzugang Nummer 4 haben wir jetzt schon auf Platz 25. Der Strawberry Dream von Dagny, von euch hier reingewählt worden in die Charger. Die 26, da geht es einige Plätze runter für den Reality Club mit Am I Bothering You. Bisher immer richtig gut platziert gewesen, der Song. Wird, denke ich, in den Jahresendcharts auch weit oben mit dabei sein. Dieses Mal
In der mittlerweile schon siebten Chartwoche geht es allerdings ein bisschen runter von der 17 auf die 26, ist aber ganz normal. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Neuvorstellung und da gehen wir ja auch wieder eher so Richtung Alternative zu Metronomi. Die haben sich Vaux Wild dazu geholt, die man ja auch schon kennt hier von unserem Countdown in diesem Jahr. Und Mickey, Contact High, der Song, der hier als dritte Neuvorstellung mit am Start ist. Dann geht es ein bisschen runter für Joe P in dieser Woche mit Shadow in the Sun von der 22 auf die 25, bleibt also hier im Mittelfeld. Ja, wir wollten ja wissen, welcher Song ist in der 24. Woche im Jahr 2024 auf Platz 24? Und da ja, ist die Band Megara mit 11 Uhr 11 oder 11 zu 11, die ja beim ESC leider im ja, Halbfinale schon ausgeflogen sind, sind fürs andere Mal hin nur angetreten. Ist aber ein richtig genialer Song. Fällt diese Woche aber ein bisschen von der 16 runter. 8 Plätze. 5 Plätze hoch geht's nochmal für No 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 mit Our Time Is No. Da haben wir ganz oft No hier dabei in dem Titel. 7 Chartwochen mittlerweile schon am Start und diese Woche die 23. Die 22, 8 Chartwochen schon dabei für Baby Lasagne mit Rim Tim Tagidim. Richtig erfolgreicher Song auch gewesen beim ESC. Platz 2 am Ende und bei mir hier in den Daniels Kurzwochencharts war dieser Song auch schon mal auf Platz 1 gelandet. Dieses Mal also geht es noch mal ein bisschen rauf in der 8. Chartwoche. Auf die 22. Die 21, da fällt Fontaines DC einige Plätze runter mit dem Starbuster. Raus aus den Top 10 von der 8 auf die 21. Für diesen Alternative-Song, der mittlerweile auch schon 5 Wochen dabei ist. Ja, Girl in Girl, das ist auf jeden Fall unsere vierte Neuvorstellung. Call a Doctor. Wir gehen jetzt sozusagen ins Krankenhaus rüber und rufen den Doktor jetzt erstmal an. Und machen weiter mit einem anderen Sound wieder. Also es ist krass, wie viele verschiedene Musikrichtungen hier auch dabei sind. Jetzt werden wir eher Danzig mit Mesto zusammen mit Dan Soleil, der Wake-Up-Call, diese Woche auf der 20 notiert. Die 19 geht dieses Mal an The Scarlet Opera, aber mit Catch Me If You Can geht auch raus aus den Top 10, 9 Plätze runter. Ein bisschen bergauf geht es wieder für ja, den Windows 95 Man aus Finnland, der auch beim ESC dabei war. No Rules, also keine Regeln, gibt es für den Song. 2 Plätze hoch auf die 18 in der mittlerweile 5. Chartwoche. Ebenfalls bergauf geht es auch wieder für A Place to Bury Strangers mit Chasing Colors in dieser Woche. Von der 23 wieder rein in die Top 20 auf die 17. Platz 16, da kommen wir mittlerweile schon zum dritthöchsten Neueinstieg in dieser Woche. Also wieder alle neuen Songs hier mit im Rennen. Und da gehen wir jetzt nach Japan. Eine japanische Rockband haben wir da, die auf Englisch aber singen. Aber man hört diesen japanischen Touch auf jeden Fall. Das ist, hört sich ziemlich interessant an, aber natürlich auch ziemlich gut. Ihr habt Bandmate mit Bestie gleich mal von 0 auf 16 hier gewotet. Und ihr könnt natürlich auch nach dieser ja, Ausgabe hier wieder abstimmen. Ich habe wieder den Link gepostet, wie immer in den Kommentaren. Und da könnt ihr so viel abstimmen, wie ihr wollt. Wir kommen jetzt zu guten alten Bekannten hier. Neuverschwendung Nummer 5, Cage the Elephant. Die waren ja mit Neon Pill, ja, vor nicht allzu langer Zeit hier schon im Countdown dabei, richtig erfolgreich. Jetzt hat die Band Cage the Elephant einen neuen Song Metaverse rausgebracht und der kann ja definitiv auch neu einsteigen beim nächsten Mal. Wir machen jetzt weiter mit dem Aufsteiger der Woche und das ist etwas ja, überraschend, dass D-Joe nochmal so klettert. End of Beginning, in der 7. Chartwoche ist der Song dabei, aber weiterhin sehr, sehr beliebt bei euch. Von der 32 letztes Mal klettert der Song 17 Plätze hoch auf die 15 und das ist der Aufsteiger der Woche. Kein Song hat mehr Plätze gut gemacht. Ja, Miley Cyrus macht 4 Plätze gut mit ihrem Psycho Killer von 18 auf die 14 hier mittlerweile in der 2. Chartwoche dabei. Ja, Olivia Rodrigo geht ein bisschen runter dieses Mal mit So American raus aus den Top 10 von der 5 auf die 13. Die 12, da kommen wir zum zweithöchsten Neueinstieg und da wird rockig. Bon Jovi ist zurück und er hat immer noch eine große Fangemeinde. Living Proof, der neue Song von euch gleich mal auf die 12 gewählt. Vom Stand heraus von der 0 auf die 12, das ist schon ein gutes Ergebnis. Wir machen rockig weiter jetzt auf Platz 11 mit Band of Silver. Edge Duke, das war letztes Mal der zweithöchste Neuanstieg auf Platz 6, dieses Mal ein bisschen runter auf die 11. Aber Platz 11 ist immer noch ganz gut. Wir gehen jetzt rüber nach Spanien zu Celtian, Serena, das ist der neue Sommerhit vielleicht sogar. Mal gucken. Die Sommerhits kommen ja immer aus Spanien. Aktuell haben wir auch sommerliche Temperaturen, 30 Grad heute. Ja, man merkt, es ist auf jeden Fall richtig warm draußen. Und ja, wir gehen jetzt schon rein in die Top 10. Peri haben wir jetzt mit Forget About Us, das war letztes Mal der höchste Neuanstieg, auf Platz 4, dieses Mal 6 Plätze und auf die 10. Ja, der höchste Neuanstieg dieses Mal, der kommt auf jeden Fall noch. Aber zuvor haben wir die Leoniden mit Never Never. Der Song war schon mal auf Platz 1, geht dieses Mal wieder rein in die Top 10 von der 12, 3 hoch auf die 9.
Ja, wir haben eine neue Nummer 1, da steht jetzt auf jeden Fall fest. Die Alien Ant Farm fällt 7 Plätze runter von 1 auf die 8 mit The Wrong Things. Und es wird wieder ordentlich durchgewürfelt. Hier in den Top 10. Auch die Pet Shop Boys sind jetzt auf jeden Fall in den Top 10 vertreten mit Dancing Star. Auch ein Neuanstieg vom letzten Mal. Geht 8 Plätze hoch von der 15 auf die 7. Ja, der sechste Platz. Da haben wir Robinson mit The Wild Art. Geht auch ein bisschen runter von der 3 auf den sechsten Platz. Somit kommen wir gleich zu den Top 5. Aber wir machen jetzt weiter mit der nächsten und auch mittlerweile letzten Neuvorstellung in diesem Video hier. Da gehen wir jetzt zu Crashing Atlas mit Fake It With Me. Mal gucken, wo dieser Song hier sich beim nächsten Mal neu platzieren kann. Wir machen rockig weiter jetzt auf jeden Fall mit Hardy und dem Rockstar. Zwei Plätze nach vorne kämpfen konnte er sich wieder von der 7 auf die 5. Mittlerweile die dritte Chartwoche dabei und die dritte Chartwoche in Folge in den Top 10. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, wir kommen jetzt zum Song, der auch sehr beliebt ist mittlerweile bei euch. Auch schon mal auf Platz 1 war. Weiterhin, ja, sehr viele Stimmen bekommen hat Hose hier mit Too Sweet. Klettert dieses Mal wieder rein in die Top 10 von 11 auf Platz 4 hoch. Ja, wir kommen jetzt zu den Top 3. Da sind wir noch gespannt, was wir da noch haben. Wir haben den höchsten Neuanstieg noch und der ist auf Platz 3 gelandet. Ja, auch eine Band, die schon mal dabei war. Letztes Jahr, glaube ich, nämlich Paramore. Zusammen mit Dave Byrne. Und Dave Byrne, das Hard Times von 0 auf 3 von euch gewählt. Ja, richtig krass auf jeden Fall. Also man merkt, ihr habt auch schon Ohrwurm von diesem Song. Wenn man den ein, zweimal hört, dann hat man wirklich diesen Song hier im Gedächtnis verankert sozusagen. Von 0 auf 3 gleich mal als höchster Neuanstieg dieses Mal ja hier mit dabei. Auf Platz 2, da hat sich nichts verschoben. Das gibt es auch nicht oft, dass sich ein Song auf der gleichen Position hält wie beim letzten Mal. Nämlich die Seagulls mit Midnight Butterflies schaffen den Sprung an die Chartspitze knapp nicht dieses Mal. Bleiben hier auf jeden Fall auf Platz 2. Hier in der dritten Chartwoche. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Mal gucken. Auf Platz 1 hat es nämlich eine ja, andere Band geschafft, die letztes Jahr auch schon mit einem Song auf Platz 1 war. Nämlich mit My Big Day waren die letztes Jahr auf Platz 1. Und ich rede natürlich vom Boom Bay Bicycle Club. Better Now ist auf jeden Fall die aktuelle Single. Zusammen mit Ray Morris. Letztes Mal Neuanstieg gewesen auf Platz 9. Dieses Mal hochgegangen auf Platz 1. 8 Plätze plus. Und ja, der Song My Big Day vom Boom Bay Bicycle Club, der war letztes Jahr auch ungefähr in dieser Jahreszeit weit oben mit dabei. Ich glaube, im Juli war das letztes Jahr, wo der Song mal Platz 1 war. Eine Woche. Oder 2 Wochen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Boom Bay Bicycle Club mit Better Now diese Woche unser neuer Number One. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob es wieder einen anderen Song an der Spitze gibt nächstes Mal. Ja, wir gucken auf die Songs noch schnell raus, die rausgeflogen sind. Nach 9 Wochen. Ja, so lange darf ein Song maximal dabei sein. Ist The Story So Far mit Letterman rausgefallen. Das war ja eigentlich klar. Dann nach 8 Wochen ist Empire of the Sun mit Changes nicht mehr am Start. 6 Wochen war Kalin dabei mit We Will Wave, der österreichische EST-Beitrag nicht mehr dabei. Dann Aiko zusammen mit Thea und Hanga nach 5 Wochen aus. Ebenfalls 8 Wochen war Lord mit Take Me to the River hier mit am Start. Henny Mude mit dem Peter Abkar nach 4 Wochen nicht mehr dabei. Und nach nur 3 Wochen ist Schluss für den armenischen EST-Beitrag Jakob von Lada Niva. So sieht es auf jeden Fall aktuell aus. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder hier mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.